Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die wundervollen Wagen, Waage-Aszendenten. Und solltest du Planeten in der Waage haben, wie Mond, Venus etc., schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Daher schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gerne unterhalb von dem Video in die Infobox. Dort ist meine Website verlinkt und du kannst mich kontaktieren. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht euch einfach um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Meine lieben Wagen, der Dezember ist gekommen, Magic Time. Man kann sich's noch gar nicht vorstellen, aber der Dezember ist immer so Rauhnächte, heilige Nächte, Sternschnuppennächte. Jetzt ab 4. bis zum 20., also 15. rum, 14., 15. sind die meisten Sternschnuppen am Himmel. Das ist so, weißt du, Weihnachten ist immer so eine Zeit, die Weihnachtszeit, die Adventszeit, als ob so Wunder kommen können. Und wir vergessen mal diesen November, ja, da schwingt vielleicht noch einiges mit, das war der schwierigste Monat des Jahres, aber der Dezember wird entspannter, ja, der wird wirklich entspannter, man wird das merken. Wir haben eine schöne Konstellation, auch die Feiertage, also es wird vielleicht immer mal was geben, aber nicht extreme oder sowas. So ganz, ganz entspannt, dann haben wir noch so eine Zeit. Am 13. wird der Merkur rückläufig und das bedeutet immer, alles, was ihr noch zu organisieren habt, was ihr noch unbedingt dieses Jahr fertigstellen wollt, macht das vor dem 13. Weil danach ist es ein bisschen anstrengender. Da ist eben so, da kann der Drucker kaputt gehen, da kriegst du keinen Rückruf, da sind Missverständnisse, alles so eine Sachen. Und deswegen so ab 13., 14. einfach mal Füße hoch. Ja. Weihnachtsmarkt genießen, kuschelige Zeit, Kerzen an, ja, die Beleuchtung schön. Und das ist doch wunderschön, ja. Und der 31. ist nochmal so ein Tag, wo man schön feiern kann, auch ausgelassen sein kann. Aber es schwingt noch was anderes mit. Und zwar kann an dem Tag das ganz präsent sein, dass man sich entscheidet, weil wir brauchen ja immer so einen Startschuss, ne? Das ist ja so. Dass man sich entscheidet, okay, das nehme ich nicht mehr mit ins neue Jahr. Ja, das kann eine Beziehung sein. Wir sind immer noch in dem Beziehungsthema. Es wird sich noch eine Weile dahin schleichen, sage ich mal. Was zusammengehört, wird zusammengeführt. Das ist so. Und was nicht passt, wird getrennt. Ja, weil man wird sonst krank. Und man achtet viel mehr auf sich. Und man sollte auch viel mehr tolerant sein. Ja, nicht so das und das, das muss so sein, das muss so sein. Ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr Ausgewogenheit. Und das spürt man so, dass man sich da viel wohler fühlt. Deswegen kann so ein Startschuss sein, dass man auch Verhaltensweisen nicht mehr mitnehmen möchte und sagen möchte, okay, also das ist zum 1.1. anders. Da bin ich ja gespannt, was bei euch so ist, aber die Wunder solltet ihr trotzdem in euer Leben lassen. Und ihr seht, ich habe was aufgebaut und ich möchte das auch mal kurz mit erwähnen. Ich hatte immer einen Traum. Der kreiselt schon für ein paar Jahre. Und ich habe mich immer gesehen, Bücher zu schreiben. Immer. Ich habe ja angefangen, Blog zu schreiben, so für mich, so ein bisschen. Habe gedacht, ja, wenn du dann Zeit hast, schreibst du Bücher. Ne? Aber wie und was und wie das funktioniert, keine Ahnung. Habe ich mir auch nie Gedanken gemacht. Und vor einem halben Jahr kam eine Anfrage vom EMF Verlag. Das ist die Michael Fischer Edition in München. Und die haben mich gefragt, Mona, hast du nicht Lust, ein astrologisches Kartendeck zu kreieren? Ja, und hier steht's und hier ist es. Und dann habe ich gesagt, ich fand das spannend, ne? Und habe gesagt, ja, gern. Ja, und im Zuge dessen, der Gespräche und so, dann hat meine Lektorin eben gefragt, Mensch, Mona, du erzählst immer so viel über Heilsteine und über Feng Shui. Wie sieht deine Partnerschaftsecke aus? Wie sieht deine Reichtumsecke aus? Wie kannst du überhaupt was reinziehen, ja? Wie kommst du wieder in Balance? Manchmal brauchst du eine Affirmation oder brauchst irgendwas, dass du dranbleibst an bestimmten Dingen. Und das muss nichts Großes sein. Das ist manchmal so kleine Dinge, die große Wirkung haben. Ja, und dann kam das, schreib doch ein Buch darüber. Ja, und ich dachte so, wow, ne? Also für mich ist das schon. Und ja, dann habe ich das gemacht und das ist jetzt beides rausgekommen. Und ich schreibe über Wohlbefinden, Glück, Harmonie, also Glück, Geld, Liebe und Erfolg.
Wie wirst du erfolgreich? Was hat das mit der Krone zu bedeuten? Warum sage ich immer, setz die Krone auf? Ja, ja, weil das sowas habe ich da reingeschrieben. Und unter anderem ist auch die Numerologie mit dabei, die ich sehr spannend finde. Wie tickst du zum Beispiel in Geldsachen? Ziehst du Geld an oder bist du gar nicht der Typ, den das gar nicht interessiert? Wie wirst du erfolgreich? Ja, was hast du für Eigenschaften bei dir? Und in der Liebe genauso, also wie kannst du lieben, ja? Wie peppst du deine Partnerschaft wieder auf? Alles sowas, ja? Oder wie ziehst du die Liebe überhaupt ins Leben? Ja, und wenn ihr jemand datet, ist das so spannend, weil kriegt man das Geburtsdatum raus, egal wie, ja? Und dann kannst du gucken, wie tickt der denn überhaupt? Und schön ist, dass man dann vielleicht so, wenn man vorher gesagt hat, oh, das nervt und ist das anstrengend. Ja, zack, auf einmal liest du das und sagst, ach so, deswegen, der kann gar nicht anders oder die kann gar nicht anders. Ja, und dann kann man das viel besser verstehen. Ich finde das beide sehr schöne Weihnachtsgeschenke und ich sag euch was, also es ist nicht so, dass ich das so cool hier rüberbringe. Für mich war das was ganz, ganz Besonderes, klappt mir das. Und das berührt auch so, ne? Wenn das dann so, dann passiert ist. Ich freue mich einfach. Und wisst ihr was? Ich freue mich, wenn ihr euch mit mir freuen könnt. Und das ist schön. Das wäre super schön. Ja, und ich habe mir was überlegt. Und zwar, mein Kanal ist jetzt 3 Jahre alt und ich möchte auch mal eine Verlosung machen, Gewinnspiel, wie ihr das nennt. Und egal, ob ihr jetzt dieses Buch gelesen habt, gekauft habt, vollkommen egal, oder ob ihr googelt, ich möchte von euch eine Frage beantwortet haben. Wer bin ich in der Numerologie? Welche Zahl verkörpert mich? Wenn ihr mitmachen möchtet, dann macht bitte per E-Mail mit. Unterhalb des Videos ist meine Website und wenn man ganz runter scrollt, ist ein Kontaktformular. Und da schreibt man rein Numerologie Gewinnspiel und dann schreibt ihr das einfach rein und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung mit teil. Ich komme dieses Jahr nochmal und werde das auch noch dieses Jahr bekannt geben. Verlosen tue ich ein persönliches Reading mit Video. Und es kommt jetzt darauf an, wie viel mitmachen. Wenn ganz viel mitmachen, dann lasse ich mir noch ein bisschen was einfallen, ja. Aber ansonsten, mal sehen. Ich bin gespannt, auch wie ihr mich einschätzt, ja. Und ja, was habe ich noch zu sagen? Eigentlich war es das. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit eurer Dezemberlegung an. Wir wollen mal gucken, was für euch kommt, ja. Was kommt für euch? Freut euch auf diesen Dezember. Der hat, ich glaube, das ist so... Das ist Belohnung für uns alle. Das Jahr war nicht einfach. Und das ist irgendwie jetzt ein bisschen Belohnung. Das kommt noch. Klappt mir das? Oh, oh, meine lieben Wagen, was ist los? Brich aus. Probier Neues aus, um zu wachsen und zu lernen. Bist du festgefahren? Das ist immer so was, wo man sagt, ich bin festgefahren, ich komme nicht aus meiner Komfortzone raus und so weiter und so fort, ja? Also sowas ist das. Und du willst vielleicht was. Ja, wenn man was Neues ausprobiert, das ist wie Abenteuer, sag ich immer. Und ja, und manchmal hat man ein bisschen Angst vor dem Abenteuer, aber mal einfach sowas zu probieren und zu machen, das ist sowas, das hat doch so einen Kick, ja. Und natürlich wächst du daraus. Du wächst über dich hinaus, weil du dich getraut hast, ja. Und du lernst neue Sachen dazu und man verändert so ein bisschen seinen Blickwinkel. Probier's. Ich bin ja gespannt, was hier kommt. Was passiert hier bei euch? Sprich, oi, 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 oi. Die Liebe ist oft präsent. Ja, ihr seid ja auch die Ästheten unter den Sternzeichen. Ja? Das darf man ja nicht vergessen. Ihr seid ja was Besonderes. Habe ich vergessen. Eure Karte habe ich schon hingestellt, aber ich erkläre es dann mit. Das ist eure Karte. Und jedes Sternzeichen hat von mir eine Bezeichnung bekommen. Für mich seid ihr diplomatisch, charmant und ausgleichend und ihr seid die Ästhetiker. Ihr seid es. Ihr mögt das. Ja, und ihr seid sehr. Ja, da gibt es noch ein Büchlein dazu, zu dem Kartendeck. Und da stehen eure ganzen positiven Eigenschaften drin, damit ihr es nicht vergesst. Ihr seid sehr intelligent, das dürft ihr nicht vergessen, ja. Sehr charmant. Wie tickt ihr in der Liebe? Wer passt denn zu einer Waage? Ja, was sollte denn der oder diejenige mitbringen, die sich mit einer Waage datet oder mit einer Waage eine Beziehung eingehen möchte? Das können natürlich alle, die gucken, die eine Waage kennenlernen. Ja, und die Waagen sind manchmal auch nicht so gut drauf. Und dann steht dann so, was man da so tun kann. Das nur dazu. Und jetzt gucken wir mal eure Themen an. Jetzt seid ihr irgendwo, ja, das ist immer so die Karte, das geht uns allen so, ja, meine Sonnenscheine.
Die Illusion, gefangen zu sein, ja, materiellen Dingen zu viel Bedeutung zu geben, sich in Angst und Sorge zu verheddern. Na, das kann natürlich sein, dass man hat vielleicht sich was aufgebaut und hat ein Haus oder hat bestimmte Statussymbole, ne? Oder sagt, na, das geht nicht, das ist so mein Weg. Und wenn ich jetzt was Neues machen würde, würde das bedeuten, ich müsste was aufgeben. Und das kann ich nicht machen. Na, da habe ich Angst davor, hier habe ich meine Sicherheiten, da habe ich Angst davor. Das sind aber nur Illusionen. Ne? Ich sag mal so, fang nicht an, dir Gedanken zu machen um Dinge, wo es schwer wird, sondern such eine Lösung. Frag einfach, wie könnte ich es am besten machen? Such eine Lösung. Das ist nur eine Illusion, dass du sagst, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich würde auch mein Geschäft erweitern oder würde den Job irgendwo anders annehmen, aber das geht nicht. Und das ist so, nee, das geht nicht. Und das ist so der Quatsch, ja. Meistens ist es ja so, stellt euch vor, ihr habt gerade eine neue Wohnung eingerichtet. Ein Beispiel. Ihr lest was oder hört was und sagt euch so, mein Gott, das wäre ein toller Job für mich. Das wollte ich schon immer mal machen, das wollte ich probieren. Müsste ich jetzt umziehen, um Gottes Willen, ja. Jetzt habe ich erst so viel Geld ausgegeben, jetzt müsste ich umziehen, ja. Das geht nicht, ja. Man bleibt zu hängen und klebt zu fest. Naja, das brauchst du ja jetzt nicht machen. Dann machst du es 3 Jahre später, aber das Ergebnis ist dasselbe. Weißt du, und das ist genauso, dass du da wieder Geld in die Hand nehmen musst. Du musst es ein bisschen anders denken. Häng nicht an materiellen Dingen so viel oder häng nicht so an Dingen fest, wo du sagst, das geht nicht. Such eine Lösung. Weißt du, manchmal ist es ganz einfach, dass man sagt, ja, die Wohnung, das kostet einen Haufen Geld, ich kann nicht raus und. Ja, dann vermiete sie, ja. Und such dir woanders, wo du einen Job hast oder irgendwas Neues. Also ich sag mal so, es geht alles, ne, aber wir tun uns das schwer. Da muss ich euch recht geben, da tut sich jeder schwer. Ich habe aber hier das Ass des Sommers, ja. Und das Ass des Sommers, das ist ein Neustartpotenzial, öffnet ein Herz der Liebe. Der Beginn einer neuen oder die Wiederbelebung einer gegenwärtigen Beziehung, ja? Ja, vielleicht steht auch hier, probiert man mal was Neues. Vielleicht hat man sich gestritten oder ich sag mal so, oder war so festgefahren und konnte gar nichts Neues mehr in sein Leben lassen. Ja, und jetzt kommt aber was, wo man dann sagt, nee, jetzt musst du dich mal öffnen. Was ist denn jetzt? Traust du dich wieder? Ja, brich aus, probier Neues aus. Geh nicht den alten Weg. Geh nicht den alten Weg mit den alten Gedanken. Königin des Herbstes. Mhm. Die Fähigkeit, alles schöner zu machen, das hast du. Begegnung mit jemand, und das ist der Punkt, der dir helfen kann, deine Träume wahrzumachen. Von was träumst du? Was willst du? Du sollst ja ausbrechen. Wahnsinn, ne? So, jetzt nehmen wir die astrologischen Karten und gucken mal, was ist denn das Ego? Was ist das Ego? Ja? Bin ja gespannt. Ja. Die Sonne. Die Sonne ist so Vitalität, Lebensfreude, Optimismus. Sei ausgelassen, strahle und zeig dich, ja? Darauf geht's hinaus. So, und hier klemmt aber noch was, dass du es noch nicht zeigen kannst, weil du an was festhältst, wo du sagst, ich habe nur Angst und Sorge. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die Sonne ist da drauf gefallen und die Sonne ist eine Klärung und Heilungskarte. Ja, und das bedeutet ganz einfach, das wird zu Ende gehen. Du wirst strahlen, du wirst den Blickwinkel ändern, du wirst Klarheit kriegen und du wirst wieder in deine Freude und deinen Optimismus kommen. Du wirst was Neues ausprobieren. Das hier, das hängt noch. Du musst, ich nenne das mal so, entrümple mal, zum Beispiel. Ne? Das ist so der erste Punkt, wo du merkst, das brauche ich gar nicht. Und dann wird das immer leichter. Du sollst ausgelassen sein, du sollst dich zeigen, du sollst strahlen, ja? Und diese Lebensfreude wieder hervorholen, Optimismus. Du sollst dich nicht in Angst und Sorge verheddern. Das ist alles. Und das kommt, ja? Das kommt. Da kannst du froh sein, dass jetzt die Sonne drauf gefallen ist, ja? Weil das ist so, vielleicht hast du es auch mit dem Löwen zu tun, ja? Will ich nicht ausschließen. Der dabei hilft, mal zu zeigen, wie das sein kann, dass man strahlt, ja? Ass des Sommers, ja. Der Mond. Der Mond ist immer so eine Karte, wo ich euch sage,
was habe ich gesagt dazu geschrieben? Bleibe ausgeglichen und grüble nicht so viel. Früher gab es Planetentage. In der Antike gab es nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Montag war so ein Tag, wo man das dem Mond zugeordnet hat. Montag war so ein emotionaler Tag. Meistens sind die Montage ein bisschen emotional. Ja, man kommt vom Wochenende, man ist noch so, man denkt noch an irgendwas nach. Ja, dann kommen so Gedanken rein, jetzt beginnt wieder eine neue Woche, es beginnt was. Und vielleicht beginnt an einem Montag bei euch, das kann sehr ausschlaggebend sein, irgendwas in der Liebe. Und du grübelst und du machst dir Gedanken und kann das sein und nee, ich will das anders und. Aber hier kommt ein Mensch in euer Leben, das sehe ich schon. Also das kann ich euch sagen, haltet nicht fest, probiert was Neues aus und grüble nicht so viel. Lass es einfach mal fließen. Ein Montag kann sehr, sehr für euch spannend sein. So, wer hilft euch denn hier, eure Träume zu erfüllen? Das ist noch viel spannender. Hol erst mal deine Träume raus. Ah, die Untergatte ist Jupiter. Der Glücksplanet Fülle kommt in dein Leben. Ja, und das soll kommen. Das ist hier Neptun. Und Neptun ist so, wird den Fischen zugeordnet übrigens. Neptun ist Träume. Ja, deine Träume zeigen dir deinen Weg. Ich glaube, du bist hier irgendwo gefangen, wenn ich das sehe, ne? Du bist irgendwo gefangen und du kannst gar nicht mehr so richtig träumen. Träum mal wieder. Hol mal so einen Tagtraum hervor. Geh mal da rein. Probier den mal an. Fühlst du dich gut dabei? Mal gucken. Nee, alles gut. Fühlst du dich gut dabei? Weißt du, wenn du so merkst, du träumst von irgendwas, du siehst dich in irgendeinem Job, du siehst dich in irgendeiner Selbstständigkeit, du siehst dich irgendwas zu tun, ja, du musst da richtig reingehen oder in eine neue Umgebung und so. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an? Das sind Träume. Und Tagträume sind dafür da, dass du sie anprobierst. Wenn du merkst, nee, ich glaube, da habe ich mich total verrannt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt ein Riesenhaus haben, fühle ich mich gar nicht wohl. Und dann auf einmal hast du einen Traum und dann denkst du an was ganz anderes, was Kleines, wo du einen tollen Blick hast und sowas. Und das sind Träume. Und ganz ehrlich, wenn du an deinen Träumen festhältst, denk dran, ich habe an meinen Träumen festgehalten, immer. Ja, immer. Und wenn du dran festhältst, dann setzt sich das irgendwo im Unterbewusstsein fest und da geht es gezielt drauf hin. Du lächelst, wenn du daran denkst. Hol mal das wieder hervor. Ja, hol das mal wieder hervor. Von was träumst du? Weil du willst ja ausbrechen, du willst was Neues und du hast jemand an deiner Seite, der dich unterstützen wird bei deinen Träumen. Du musst mal wissen, was du willst. Und du darfst dich nicht selber so gefangen nehmen. Meine lieben Wagen, ja, das schafft ihr. Locker, locker. Ja, was ist denn hier? Was ist denn hier bei euch? Das sind ja so spannende Sachen. Ne? 3, 5, ne? 4, 5, 6. Wo wollt ihr denn hin? Wollt ihr verreisen oder umziehen? Hier geht was schnell. Hier geht was schnell. Ja, die Liebenden, hast lange auf irgendwas gewartet und das kommt jetzt schnell. Ich bin gefangen zwischen Emotionen und Verstand. Ihr seid sehr intelligent, das darf man nicht vergessen. Wagen sind unwahrscheinlich scharfsinnig und sehr intelligent, ja. Und auch wenn man immer denkt, ja, die Wagen, die können sich nicht entscheiden. Nein. Ihr könnt euch schwer entscheiden, weil ihr auch sehr, sehr ausgleichend seid, diplomatisch, ja. Aber ihr habt einen messerscharfen Verstand. Hochintelligent, kann ich nur sagen. Das ist für mich die Karte. Ich weiß nicht, was ich tun soll, weil ich niemand verletzen will oder weil ich mich gefangen fühle oder weil ich nicht an mich denke. Das ist die Karte, ich denke nicht an mich. Gefangen zwischen Herz und Verstand. Das ist für mich schon das Erste. Ich weiß nicht, ob es mit der Arbeit zusammenhängt. 8 der Stäbe und 5 der Schwerter. 8 der Stäbe, ihr wisst das. Viele, viele positive Nachrichten. Viel Kommunikation. Schnelle Kommunikation. Und entweder seid ihr das, wo ihr sagt, nee, das geht so, wie ich das will. Das geht jetzt nicht. Ich muss das so und so machen, weil das Ego kommt hier mir zu. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Und das geht so. Das ist aber der Kampf gegen Windmühlen. Das ist so der Angstkampf. Naja, ich habe es nicht unter Kontrolle und ich kann jetzt nicht. Und vielleicht ist es ein Jobangebot oder mehrere. Oder jemand hat euch gesehen und sagt, hey, hier müssen wir nochmal gucken, ob das eure Karte ist oder euer Gegenüber. Das ist cool, man. Das ist cool, man. Auch sehr hochintelligent.
Ja, aber der trifft eine klare Entscheidung. Der trifft echt eine klare Entscheidung. Der sagt, okay, ich habe das geplant und so geht das. Und gehst du mit? Sowas ist das. Es kann aber auch eure Energie sein, dass ihr jetzt sagt, ich muss jetzt mal überlegen, wie das funktionieren könnte, weil Egon hat einen Plan. Das ist so, ich habe einen Plan, ich sitze auf meinem Sofa, ich habe einen Plan. Ich träume mal, ich könnte das machen und ich könnte das machen, aber ich sitze auf meinem Sofa. Jetzt müsste jemand kommen, das Sofa mal wegziehen, ja, und sagen, na, meine lieben Wagen, das Sofa ist jetzt nicht mehr da, also du kannst jetzt nicht mehr drüber nachgrübeln, die Tür ist zu, du musst jetzt einfach mal losgehen. Das wäre perfekt. Hier brauch, ich sag mal so, hier kreiselt schon was und hier brauchst noch einen Anstoß. Hier brauchst noch einen Anstoß, damit du den Weg gehen kannst. Du willst was anderes, was ganz anderes. Denn die Sechs der Schwerter ist eine der schönsten Karten. Du willst ankommen. Vielleicht willst du eine Reise machen. Vielleicht möchtest du auch umziehen. Ja, das ist so die Karte. Ich gehe in ruhige Gewässer. Ich will endlich mal in ruhige Gewässer. Ist mir alles zu hektisch. Nach dem November kann ich mir vorstellen und im Oktober, dass man sagt, oh, ich möchte endlich mal ankommen. Ey, echt jetzt? Ist alles nur noch anstrengend. Ja. Und das ist aber so eine Karte, wo du ankommen wirst. Und bin ja gespannt. Also, schöne Energien, ne? Zwei der Schwerter, ja, ihr habt es mit jemandem zu tun, König. Hier, das ist der Herbstkönig. Also, hier kommt jemand, Stier, Steinbock, Jungfrau, kann ein Chef, ein Kollege, kann irgendjemand sein und schickt euch viele, viele positive Nachrichten. So sag ich das mal, ne? Die liegt nochmal hier. Wir sind noch nicht in der Liebe. Das ist ein Mensch, der ist vielleicht ein bisschen konservativ, ja? Das muss man so sagen. Der mag gerne seine Routine und der mag gerne seinen Weg gehen. Aber der ist sehr unterstützend. Ein Münzkönig ist sehr unterstützend und ist auch großzügig. Der hilft dir automatisch, wenn du das sagst. Der kümmert sich auch sehr gern. Der ist auch für die Familie da und der ist sehr, sehr, auf den kannst du dich verlassen. Der ist sehr beständig. Auf den kannst du dich echt verlassen. Und mit so einem Menschen kannst du was aufbauen. Also, wenn du den als Chef hast, funktioniert das, ja? Der hat auch Verständnis. Aber der guckt auch viel auf sich. Das darf man nicht vergessen. Aber er kümmert sich trotzdem. Du bist hin und her gerissen, ob du das annehmen solltest oder nicht. Hier kommt was. So, die Acht der Stäbe. Was sind denn das für Nachrichten? Ach, schon wieder die. Warum kämpfst du hier? Warum kämpfst du hier? Geht zu Ende. Wunderbar. Die fünf der Schwerter. Hier kommen Nachrichten und das ist so, als ob ganz viel positive Nachrichten kommen, ne? Und du, nö. Es ist ja schön, aber ich möchte das so, wie ich das will. Nee, also das muss noch, wenn das Verträge sind oder wenn das irgendwas ist, wo man drüber spricht, dann kann ich mir so richtig vorstellen, du bist gefangen, das geht nicht, ich kann nicht umziehen, ich kann das nicht machen und so. Nee, da müsste die Klausel rein, da müsste das noch rein, da müsste das noch rein, das sind so Ego-Kämpfe, Angstkämpfe. Und der Tod sagt, hier wird alles beendet. Das ist Schicht im Schacht. Schicht im Schacht, ja? Weil so funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht so. Weil das ist so. Du musst das so machen, wie ich das will. Der andere sagt, du musst das so machen, wie ich das will. Ja, was soll denn da rauskommen? Ja, das ist Kindergarten. Das ist Kindergarten. Ja. Das Unterkarte ist das Ass der Münzen. Es muss hier dieses Hin und Her, dieses Gekämpfe, hier muss das erstmal zu Ende gehen. Vielleicht Stillstand. Vielleicht war das auch schon. Da ist Stillstand. Ja, weil das funktioniert so nicht. Weil du willst dir was aufbauen. Ja, und dann, ja, ich weiß jetzt warum. Wir hatten das schon so oft bei euch. Jetzt sage ich euch mal was. Wir hatten das echt schon so oft bei euch. Und wenn ich das schon wieder sehe, ja, du bist, ich sag mal so, da kommt irgendwas durch, wo du sagst, du hast eine Vorstellung, genau so willst du das haben. Genau so. Und das ist die Karte. Und da bist du stur. Da hältst du auch dran fest. Na, ich will das so. Ich will das so. Weil du es unter Kontrolle hast. Du willst dein Happy Family Leben haben, 10 der Kelche, ja? Aber irgendwie hat es nicht gefruchtet durch die Kämpfe. Das hast du jetzt festgestellt. Diese Kämpfe, dieser Stillstand, du hast festgestellt, Happy Family ist ja auch, wenn du eine Arbeit hast, dass du wie so eine große Familie das siehst, ne? Und dass du dich dann wohlfühlst. Aber irgendwas hat nicht funktioniert, ja? Du bist traurig.
Diese ganzen Kämpfe haben dich traurig gemacht. Es kann aber auch sein, dass dein Gegenüber immer gekämpft hat, dass du es mit jemandem zu tun hast, der so drauf war, ja? Oder Kollegen oder irgendwas, ne? Wo du dachtest, oh, das nervt. Das, ich kann auch verstehen, dass du ausbrechen musst, dass du was Neues probieren musst. Das waren Kreisläufe hier, die haben dir nicht gefallen, obwohl der Münzkönig sehr gut liegt. Das muss ich dazu sagen, ja? Aber wir gucken mal, König der Schwerter, ist das deine Energie oder dein Gegenüber? Das ist deine Wunscherfüllung. Wow. Wow. Vier der Stäbe und der Stern. Vier der Stäbe sind die Säulen im Leben. Gesundheit, Freunde, Beruf und die Liebe. Das sind vier Säulen. Feste Verträge, Verbindlichkeiten. Und der Stern ist Wunscherfüllung, Heilung, ist aber auch Schicksal. Hier ist jemand, und das bist nicht du. Hier ist jemand, das ist auch vollkommen egal, ob der Waage, Wassermann oder Zwilling ist, im Mond Venus, das ist der Planer der Struktur, der nimmt jetzt das Zepter in die Hand. Ja? Hier soll sowas entstehen, hier soll was Festes kommen, hier soll dein Schicksal kommen. Ja? Sowas kommt hier. Aus deiner, du gehst raus. Und wenn du das bist, erkennst du jetzt was, dann sagst du nee. Ja? Dann machst du es zwar auch noch mit dem Kopf, ne? Wo du sagst, da geht die Reise hin. Ja? Aber ich sag mal so, du weißt jetzt, was du willst. Ja? Und du traust dir das zu. Ja? Was sind die drei der Stäbe? Das ist ja immer spannend. Ja? Das ist, du gehst. Aha. Du gehst. Du verlässt eine Situation. Und zwar, du guckst in die Ferne. Das ist die ganze Zeit schon hier. Das muss nicht bedeuten, dass du sofort umziehst oder irgendwas machst. Aber ach, der Kelche ist so, du bist nicht mehr erfüllt. Du bist auch in deiner Arbeit nicht mehr erfüllt. Hier kommt eine Wunscherfüllung für dich. Und es kann sein, dass du hier was bekommst, wo eine Wunscherfüllung kommt. Dass das hier, dass das ganze Theater hier, was du hattest, ne? Der Tod, vielleicht ist irgendein Job auch zu Ende gegangen und ein Hin und Her, wo du gesagt hast, ich kündige jetzt den ganzen Mist, schmeiße ich hin, ja? Kann ich nach der Nummer hier verstehen, ja? Du gehst hier. Die Königin der Kelche kann auch ein König sein, ja? Aber die Königin der Kelche verkörpert bei mir hier in der Situation, dass du merkst, du bist nicht erfüllt. Eine Königin der Kelche, das ist so gefühlsmäßig. Die gibt auch gerne, die ist gerne auch, die ist viel mehr im Gefühl drin. Und ich glaube, du bist viel zu sehr im Kopf gewesen. Ne? Du wolltest viel zu sehr mit dem Ego machen, das muss sein. Und du hast vergessen, dass das hier das Wichtigste ist. Und du merkst jetzt erstmal, du brauchst auch jemand, der dir mal was Liebes sagt. Wo nicht immer nur Konflikte sind oder sind zwar alles positive Nachrichten, sind alles schöne Nachrichten, aber immer nur ein Gekämpfe. Das muss aber so gehen, wie ich das will, ne? Und das funktioniert nicht. Und ich glaube, in die Energie kommst du oder du lernst jemanden kennen, der sehr romantisch ist, sehr liebevoll ist. Das will ich nicht ausschließen, aber wir wollen mal gucken. Was ist das hier, Sechs der Schwerter? Was ist das hier bei euch? Hier kommt was. Ich muss bloß mal gucken. Es reizt euch. Ihr werdet neue Wege gehen. Ja, ihr geht neue Wege. Judgment, dein Weckruf. Du probierst was Neues. Der hier vorne ist sehr bindend. Das ist Kladderadatsch, ne? Und jetzt kommen wir mal zu dem, was kommen soll. Ich habe hier oben den Löwen. Kann sein, das ist ein Löwe. Das ist vielleicht ein Stier mit Aszendent Löwe oder sowas, ne? In der Art. Also, das ist so vermischt, ja? Bedeutet aber auch, du merkst jetzt mal, dass du die Kraft dazu hast. Du kommst wieder in deine Kraft, du kommst wieder in deine Energie und du sagst, ich mach das jetzt. Weil Münz Page und Münz Ritter, also ich sag mal so, es ist langsam, der macht Pausen, ne, ja. Da denkst du, so kommt der überhaupt in Quark, ja. Und bei dem muss das Pferd nochmal zum Hufschmied, ja. Aber wisst ihr, was das beides ist? Sehr stabil. Unwahrscheinlich stabil. Und das kennt ihr. Hier kommt was, wo ihr vielleicht hier schon lange mal drüber gesprochen habt und ihr konntet euch nicht entscheiden. Ihr habt euch nicht entscheiden können.
Ja, das geht nicht. Ich bleibe lieber bei dem Alten. Die machen mir auch tolle Angebote. Ja, und ich muss erst mal hier bleiben. Es funktioniert nicht. Und hier war schon mal jemand, der euch was angeboten hat, der gesagt hat, komm, ja, komm zu mir, mach mit mir was. Und ihr habt es aber nicht, ihr habt es abgelehnt. Oder es ist Stillstand gewesen, weil zu viel Ego-Kämpfe waren, was ich hier so sehe. Es reizt euch unwahrscheinlich. Der Teufel ist nicht immer nur schlecht. Ja, ihr habt nur ein bisschen Angst, dass ihr in Konflikte geht, was das Finanzielle betrifft. Das sehe ich so. Aber der Teufel ist so, es reizt euch, ne? Ihr müsst nur, ihr passt selber auf euch auf, dass ihr keine ungesunden Kreisläufe mehr eingeht. Das passt ihr selber auf, ja? Das sehe ich schon so. So, und das hat unwahrscheinlich viel mit der Arbeit zu tun. Ihr kriegt hier ein Angebot, ja, oder ihr habt lange an irgendwas festgehalten, kann auch ein Hobby sein, irgendwas anderes, eine Wohnung, alles, was ihr wolltet, weil das ist auch so eine Umzugskarte. Hier kommt was, wo ich dir sage, hier kannst du was aufbauen. Und für viele hat es was mit der Arbeit zu tun. So, und was spannend ist, der Magier ist gefallen und die Sechs der Stäbe. Das hier ist was ganz Neues. Das ist vielleicht was, wo du immer Interesse hast, was vielleicht doch dir entspricht. Aber was vielleicht was ganz Neues ist. Der Magier kreiert ja immer etwas Neues, ne? Und der ist wie so ein Alchemist in seiner Klimbrodelküche. Und dann kommt was raus. Und vielleicht hast du mal ein Angebot gekriegt, dass er, wir könnten uns vorstellen, dass du das und das machst. Und das war dir im ersten Moment, wo du gedacht hast, wow, ich. Ja, und jetzt hast du das wieder da. Und die sechs der Stäbe sind Sieg, Erfolg. Und jetzt geh mal da rein. Du wirst ausbrechen, du gehst. Also ganz viele machen im Job noch was Neues dazu. Oder verändern diese Aufgabe. Du denkst noch mal drüber nach. Aber hier kommt ganz viel raus, dass deine Träume jetzt endlich mal in Erfüllung gehen wollen und dass du dich ausprobieren musst. Ja, probier dich mal aus. Das ist für dich das Wichtigste. Hadere nicht damit, dass du sagst, ah, dann kann ich das nicht, dann klappt das nicht, der Mond. Na? Ich weiß nicht so richtig. Das erfüllt dich von innen. Und ich glaube, diese Erfüllung von innen, auf die hast du lange gewartet. Hier kommt was. Von früher. Oder was ewig auf sich warten lassen hat, wo schon mal Stillstand war, das kommt jetzt zurück. Du kriegst hier nochmal ein Angebot. Und hier erst fragt man so an. Hi. Ja, die Stelle ist vielleicht noch offen oder, na, wollen wir nochmal reden? Oder du machst das, das kann ja auch sein. Und dann kommt aber was, mit dem Ritter der Münzen ist das so. Hier wird was aufgebaut, das ist die beständigste Energie, die wir haben. Und da wird schon über Vertragsdetail geredet. Ja? Vielleicht lernst du auch noch was dazu, vielleicht musst du noch eine kleine Ausbildung machen. Ja? Das kann ja auch sein. Musst noch mal einen Lehrgang besuchen, musst noch mal verschiedene Sachen machen. Und darüber wird gesprochen. Du machst das aber, weil das wird erfolgreich. Und der Magier ist immer so etwas Neues erschaffen. Und das ist schön. Ja? Das ist wunderschön. Ja, die sieben, kein Zögern mehr. Du sollst jetzt mal in die Pötte kommen, ne? Komm in die Pötte. So, meine Sonnenscheine, die Liebe. Junge, Junge, Junge. Ich sag mal so, Herz und Verstand, Ego-Kämpfe. Das ist einfach so. Man konnte sich nicht vorstellen, vielleicht mit einem gewissen Menschen was einzugehen, weil der anders war. Als Beispiel, ne? So, und man wollte so den alten Stiefel formen oder umgekehrt. Jetzt könnt ihr für euch entscheiden, wer was ist, welche Rolle hier wer einnimmt. Und das ist so, dass es dann immer hin und her gab, dass eigentlich war man verliebt, ja, man war maßlos verliebt, aber man hat sich nicht entscheiden können und hat so gesagt, nee, ich möchte es so, ich möchte es so. Ja, dann ist alles zu Ende gegangen. Ja. Da war Stillstand, ist alles zu Ende gegangen. Man war sehr traurig darüber, ja. Sehr, sehr traurig. Eigentlich wollt ihr doch diese Happy Family Time, ja. Und man hat aber so festgehalten an seinem, nö, das möchte ich so, ja. Das ist Ego, das ist Ego. Das ist nicht immer materielle Dinge. Ist aber nicht schlimm, weil das ist so, wo man dann sagt, naja, das kenne ich aber so, ja. Und ist gut so. Das ist hier eure Energie. Und eure Energie ist, dass ihr jetzt plant. Ihr sagt, nö, ich möchte meine Wunscherfüllung. Und meine Wunscherfüllung, hier kommt was, hier kommt was. Die vier der Stäbe und der Stern, das ist Wunscherfüllung pur. Das ist euer Schicksal. Das ist so, als ob ihr jetzt wisst, das ist es. Ich glaube, ihr erkennt hier, dass das das Richtige war.
Hier kommt irgendwas, wo ihr merkt, ihr denkt drüber nach, ja, deine Träume und immer wieder dieser Münzkönig, immer wieder, ja, die Wiederbelebung. Vielleicht habt ihr euch maßlos gestritten, ja, maßlos. Ego-Köpfe aufeinanderprallen. Vielleicht hat irgendjemand von euch noch einen Löwe-Aszendenten. Man kann sich das vorstellen, ja, Kraft meiner Wassersuppe, jetzt komme ich. Aber irgendwie merkt ihr, das ist Wunscherfüllung. Ihr merkt das. Unter anderem ist der König der Schwerter auch der Ex, ne? Jemand, den du kennst. Aber ist egal. Ihr habt neue Pläne. Ihr habt neue Pläne. Ihr wollt erfüllt sein. Ihr wollt die Liebe in euer Leben lassen. Ihr merkt das jetzt so richtig. Ihr möchtet das gerne. Und ihr seid jetzt auch bereit, weiterzuziehen. Ihr seid bereit, jetzt umzuziehen, ja? Vielleicht in ruhige Gewässer zu kommen. Ihr wollt ankommen. Ihr wollt jetzt euer schönes Leben haben. Hier kommt eine Kommunikation wieder hervor, weil man immer irgendwie dran gearbeitet hat und festgehalten hat. Das bedeutet für viele, wo ich euch sage, das wird wieder aufgelebt. Es wird aber ganz anders sein, ganz anders, weil ihr ganz anders geworden seid. Ihr wisst jetzt, was ihr wollt. Das hier ging damals nicht. Vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt. Das kann schon ewig her sein. Wirklich, das kann Jahre her sein, ja. Und, aber das ist sowas, wo ich euch sage, eigentlich war es das genau das Richtige, was ihr zum heutigen Zeitpunkt erkennt, weil ihr euch verändert habt. Und hier ist irgendwas, auf jeden Fall kommt hier eine Kommunikation, die kann über die Arbeit zum Beispiel kommen. Und hier will man gemeinsam, was hier fasziniert man sich gemeinsam. Der Magier ist immer so, wow, ja, Magie. Magische Anziehung ist das. Und das ist fantastisch. Das ist für 80% ist das hier so, dass ihr das schon kennt, dass ihr euch gestritten habt, dass ihr mal eine Pause war und dass alle beide erkennen, dass es die richtige Möglichkeit, also dass es eure Wunscherfüllung ist, ne? Oder dass jemand wieder in euer Leben kommt. Also das sehe ich so, aber nach langer Zeit. Und wer jetzt sagt, nee, also bei mir ist kein Streit und gar nichts anderes. Da werdet ihr jemanden kennenlernen, höchstwahrscheinlich über die Arbeit lernt ihr jemanden kennen. Das hier, was gewesen ist, lasst ihr zurück und ihr merkt, genau das will ich. Genau da ist mein Weg. Hier bin ich erfüllt. Und dann geht ihr neue Wege, ihr geht neue Wege, ihr brecht aus. Ihr probiert was Neues aus. Eine neue Verhaltensweise, vielleicht auch mal nur die liebevolle Seite auszuleben. Das kann sein, aber es wird wunderbar. Traut euch, ja? Es wird erfolgreich und das ist wichtig, ja? Ihr habt es vorwiegend zu tun mit Stier, Steinbock, Jungfrau, muss ich so sagen. Mond, Venus, Aszendent, Skorpion, Fische, Löwe, sehr präsent, Krebs. Was haben wir noch? Waage, Wassermann, Zwilling, Wassermann. Löwe nochmal. Ansonsten kann es jeder andere sein, auch ein Widder oder ja, also ein Schütze, überhaupt keine Frage. Aber ich sag mal so, wer das ist und wie jemand kommt, das wisst ihr am besten. Hier ist jemand, der ist sehr stabil und sehr beständig. Ja, das muss ich euch sagen. Also mit dem könnt ihr wirklich was aufbauen, wo man sagt, man spricht auch drüber, man will das, ne? Vielleicht wollt ihr auch sogar gemeinsam arbeiten, das kann durchaus sein. Die ist runtergefallen. Ich finde sie nicht. Die ist, also ich kann jetzt nicht unter den Tisch krabbeln. Ne? Dann sollte das nicht für euch sein. Dann ist das, dann gucken wir jetzt, was jetzt kommt. Was kommt jetzt? Ja, na klar. Du veränderst dich hier. Wow. In Bälde entscheide klar, was du willst. Verspieltheit, natürlich. Sei locker, sei verspielt. Das ist so, diese romantischen Gefühle. Der guckt doch mal da raus. Es kommen Sternschnuppennächte, ja. Weihnachtsmärkte. Dieser Duft schon, ja. Und dieses Lächeln. Und dann spaziert man da drüber, ja. Und hier ist jemand, der will das mit dir ausleben. Der will das mit dir ausleben, ja. So, dann habe ich Liebe zuerst dich selbst. Ja, das ist immer, das dürft ihr gar nicht so verbissen sehen, deine Selbstachtung. Ja, hier waren Kämpfe und hier warst vielleicht mal traurig gewesen, weil mal was kaputt gegangen ist und weil es nicht so gefruchtet hat, wie man sich das vorstellen kann. Und fünf der Schwerter kommen immer, wenn man unsicher ist, wenn man auch ein bisschen Angst hat, wenn man, boah, wie jetzt? Nee, dann schieße ich lieber mal vor, ne? Dann schieß einfach mal durch die Kante und so und so. Ja, das ist aber, ich sag mal so, das sind kleine Sachen.
Selbstachtung, liebe zuerst dich selber. Guck in den Spiegel, mach ein Versprechen in den Spiegel, sag dir jeden Tag, ich bin schön, ich bin wundervoll und ich bin es wert, geliebt zu werden. Ja? Bau dich selber auf. Warum vergibst du dir hier Chancen, ne? Die hier liegen, ne? Ja? Nur weil du irgendwie mit dir haderst? Ist doch Quatsch. Ein Mensch, der mit dir daten will oder dich auf dich kommt, der will dich, genau dich, niemand anders. Und du bist wundervoll. Jetzt lass es zu. Flirt. Lass andere an deiner unbeschwerten Energie teilhaben. Du wirst leicht sein, du wirst flirten. Das holt dir alles hervor, der Mensch. Das holt dir alles hervor, ja? Also hier hat jemand auch viel, viel, naja, sag mal Wasserenergie, so ein bisschen Romantik bringt er mit rein, ne? Das muss ich dazu sagen. Schöne Energien, ja? Probier's aus. Probier's aus, probier's aus. Hier geht's ganz viel um die Liebe, sage ich euch so, wie es ist. Ganz viel, aber für einige auch für einen Job, ne? Also hier ist was, wo ich euch sage, ihr geht geht einen neuen Weg. Ihr konntet euch vielleicht vor einiger Zeit nicht entscheiden, aber das kommt nochmal, das kommt nochmal. Ja, und das ist doch schön, oder? Das ist doch mal, wenn du was Neues probierst, ist das, ist das immer schön. Neuanfang. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Neuanfang. Ja, Neuanfang. Ja. Ein Geheimnis. Alles wird sich zur rechten Zeit lüften. Ja, vielleicht weiß man noch nicht so, wie das und was. Mach dir nicht die Gedanken, kommt alles raus. Ja? Der Schleier lüftet sich. Vergib dir selber. Wenn das jemand ist, wo das schon mal gewesen ist und man hat so wirklich Schluss, nein und das, ich kann mir nicht vorstellen, wie das hier gegangen ist. Vergib dir doch mal selber, das war zum damaligen Zeitpunkt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt bist du ganz anders, jetzt bist du gewachsen. Du musstest bestimmte Erfahrungen erstmal machen. Und ist das schlimm? Nee, das ist nicht schlimm. Ja? Deswegen gib dir eine Chance wieder und lass es wieder zu. Ja, da braucht man nicht viel sagen, ne? Das ist das Salz in der Suppe. Und wenn du das nicht hast, ja, dann brauchst du keine Beziehung eingehen. Natürlich gehört das dazu, ja. Natürlich. Wenn ich hier sehe, der Magier, ja, das ist so magnetische Anziehung. Da kannst du die Finger nicht voneinander lassen. Ja, und das gehört nur einfach mal zum Leben dazu. Ja? Eine sexuelle Vereinigung, ja. Weil man eben so aufeinander magische Anziehung verspürt. Wollen wir es mal so nennen? Magische Anziehung. Was ist die Abschlussbotschaft für euch? Für diesen Monat? Wow, das wird spannend. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Und das ist eine gute Energie. Es wird, was du daraus machst. Deine Gedanken bestimmen deine Realität. Von was träumst du, an was denkst du, wie möchtest du es gern? Und genauso wird es kommen, ja? Immer wenn du in alte Muster gehst, sagst du Stopp. Stopp, Stopp, Stopp. Ich probiere jetzt was Neues. Du wirst sehr liebevoll hier. Hier kommt die Liebe. Du wirst sehr liebevoll. Ja? Weil du merkst, dir fehlt was und du willst es haben. Und das ist wunderschön. Und das ist nichts Schlimmes, mal liebevoll zu sein. Du kannst in deinem Job, da kannst du wirklich Ansagen machen, da kannst du vorwärts gehen und, und. Aber in der Partnerschaft, weißt du, darfst du gerne mal auch dich fallen lassen. Und das brauchst du für dich. Und das ist wunderschön. Ja, mach was draus, mach was draus. Meine lieben Wagen, ich wünsche euch einen fantastischen Dezember. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und ich freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank für allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin, alles Liebe, Mona. Ciao.